Rania und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Geburt bis zum Tod. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal, da verpasst ihr keine neuen Videos. Es tut mir leid, ich war immer noch krank. Ich verspreche, ich poste jetzt wieder regelmäßig. Aber jetzt, let's go! Oh mein Gott, mein hübsches kleines Baby, du bist so wunderschön. Ich freue mich so, endlich eine Tochter zu haben. Wo ist denn die Arzthelferin? Oh, so, und hier ist dein Baby. Warte, Zwillinge? Meine beiden Mädchen? Ich habe Zwillinge? Oh mein Gott, wie aufregend. Ihr kommt mit nach Hause zu mir. Ihr müsst hier nicht mehr die komischen Serien über, keine Ahnung, Boxer gucken. Oh mein Gott, wir können unser Leben anfangen. Ich werde euch die hübschesten kleinen Outfits aussuchen, die es gibt. Sie brauchen natürlich noch Namen. Oh, ja, darüber habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht. Okay, die, die ich gerade habe, nenne ich Rosie. Und, die andere wird Josie. Dann haben sie auch süße Matching-Namen. Das klingt toll. Okay, perfekt. Dann vielen Dank für Ihre Hilfe und ich kann es kaum erwarten. Oh, wollen wir gleich spielen, Josie? Ja! Okay, was willst du machen? Wir können Verstecken spielen oder Versteck fangen. Oder, oh, wir können Treibsand spielen. Aber dafür bräuchten wir eigentlich noch andere. Hm, dann Verstecken. Okay, yay! Oh, aber erst hole ich mir noch einen Apfel. Hallo, meine Süßen. Was hast du gemacht? Wo warst du weg? Ich war einkaufen. Oh, was hast du gekauft? Ihr habt ja morgen euren ersten Tag. Oh, stimmt, dann fängt der Kindergarten an. Ich kann es kaum erwarten. Endlich neue Freunde kennenlernen. Genau, und ihr braucht auch noch neue Outfits. Oh mein Gott, ja, aber nur, wenn ich das gleiche kriege wie Josie. Natürlich, Rosie. Warte, können wir die dann gleich anprobieren? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt für den Kindergarten. Das wird so super. Ja klar, aber davor gibt es noch Abendessen. Was wollt ihr denn? Ich will Spaghetti. Ja, ich auch. Na gut, dann mache ich euch Spaghetti. Danke, Mama, du bist die Beste. Komm, wir gehen hoch und probieren unsere neuen Sachen an. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Morgen. Wir lernen heute über das Addieren. Oh, 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 das haben wir zu Hause schon mal gemacht. Erinnerst du dich? Ja, das war mit 3 plus 3 und so. Ja, Mama hat uns ja irgendwas beigebracht. Aber okay, wir können es ja nochmal lernen. Na gut, was ist denn 2 plus 2? 4! Sehr gut. Und was ist 4 plus 4? 8! Ihr seid so schlau. Ach, danke schön, Frau Lehrerin. Meine Zwillingsschwester und ich machen nur gerne Schulsachen. Es ist immer schön, euch bei mir zu haben. Rosie, Josie. Hallo, Nina. Hi, Nina. Ja, was geht? Ich habe eine Frage. Ja klar, was möchtest du denn? Schieß los. Ich feiere bald meinen Geburtstag. Oh, wie aufregend. Wie alt wirst du? Schon 12? Ja, und ich wollte fragen, ob ihr zu meiner Geburtstagsparty kommt. Oh ja, unbedingt. Na klar, das würden wir uns doch nicht entgehen lassen. Super gerne. Weil ihr seid so beliebt, dann kommen alle. So beliebt sind wir doch gar nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall. Ja, genau. Los, der Bus kommt gleich. Oh ja, 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 wir sollten uns beeilen. Oh, guck mal, da ist auch noch ein anderes Mädchen. Dann müssen wir diesmal nicht alleine warten. Hallo, wer bist du denn? Oh wow, ihr seid echt hübsch. Oh, danke schön. Gehst du auf unsere Schule? Nein, aber mein kleiner Bruder. Oh, wie heißt der denn? Vielleicht kennen wir ihn ja. Jakob. Josie, kennst du einen Jakob? Ich glaube, den Namen habe ich noch nicht mal gehört. Aus der 2B? Oh, du kennst ihn? Ja. Ja, mit dem habe ich mal Basketball gespielt. Oh, stimmt, davon hast du erzählt. Ich erinnere mich. Cool, das will ich jetzt treffen. Ihr habt so schöne Haare. Haha, danke, hat eine Weile gedauert, bis sie lang gewachsen sind. Deine sind aber auch toll. Aber eure sind viel besser. Oh, da kommt der Bus schon. Oh mein Gott, du hast das Haus perfekt ausgesucht, Josie. Es ist wunderschön. Es ist alles, was wir in dem Haus wollten. Es hat sogar den kleinen Teich. Oh mein Gott, ich kann es einfach nicht glauben. Und dass wir das Angebot gekriegt haben. Ich meine, guck mal, wir haben hier hinten die kleine Veranda. Wir können hier grillen, unsere Freunde einladen. Es ist wunderschön. Wir können hinten durch die kleine Brücke in unser Haus. Es ist so perfekt. Oh, warte, ich habe es von innen noch gar nicht gesehen. Das ist die Küche. Wie süß. Warte, was ist oben? Oh mein Gott, doppelte Schlafzimmer. Das ist doch toll, oder? Josie, es ist perfekt. Ich kann es mir nicht besser vorstellen. Die Fenster über dem Nachthimmel, so dass wir nachts die Sterne beobachten können. Ach, wunderschön. Ja, ich kann es nicht abwarten, unsere ganzen Freunde einzuladen und unsere Einweihungsparty zu feiern. Wir müssen uns aber zuerst mal einen Job suchen. Oh, warte, du hast recht. Wir haben noch gar keinen. Unser ganzes Geld ist für das Haus draufgegangen. Ich würde gern irgendwas machen, wo wir Menschen helfen. Worauf hast du Lust? Wie wär's denn mit Krankenhaus? Ja, gute Idee. Wollen wir hingehen und uns vorstellen? Ja, los! Okay, let's go! Oh, hier ist schon jemand. Hallo, mein neuer Nachbar. Du, er wohnt wahrscheinlich hier ein paar Häuser weiter. Wie cool! Hallo, du arbeitest sicher hier. Meine Schwester und ich, wir suchen nach Jobs. Und ihr wollt Krankenschwestern werden? Ja, genau. Wir würden super gerne Leuten helfen und wir wollen auf jeden Fall zusammenarbeiten. Ja! Gibt es irgendwie ein Bewerbungsverfahren, durch das wir durch können? Oder irgendein Formular? Hab
habt ihr denn schon Erfahrung? Wir waren im Erste-Hilfe-Kurs in der Schule, soweit ich mich erinnern kann, und haben halt nochmal einen gemacht für einen Führerschein damals. Sonst fällt mir gerade nichts ein, dir, Josie? Und wir haben uns immer um Mama gekümmert. Oh ja, stimmt, das auch. Na gut, ich gebe euch die Formulare und ihr könnt die ausfüllen. Perfekt, wann könnten wir denn anfangen? Wenn alles gut geht, schon morgen. Oh mein Gott, wie aufregend! Yay! Yeah! Oh mein Gott, die kleinen Outfits, die wir für unsere Mädchen haben, sehen so süß aus. Fast als wären sie auch Zwillinge. Ja, sie sehen echt aus wie Zwillinge. Okay, hast du alles für unseren Ausflug? Ich glaube, draußen wird es auch langsam hell. Wir wollen auf jeden Fall die Ersten am See sein, damit wir vielleicht auf die Yacht können. Ja, ich denke schon. Okay, dann Kinder, einmal mitkommen. Ab geht's ins Auto. Und ich hoffe, da passen wir alle rein, aber das sollte kein Problem sein. Ich werde wahrscheinlich fahren. Ein Führerscheintest jetzt gemacht mittlerweile. Ich weiß, ich war immer der Ängstliche von uns beiden. Aber ich denke, ich kann dich hier übertreffen mit Fahrleistung. Und einmal runter den Abhang. So, und da wären wir schon. Alle aussteigen, bitte. Upsala, das Auto hätte ich fast ins Wasser gefahren. Naja, kann passieren. Endlich, wir sind die Ersten. Und, was möchtest du zu meinen Fahrkünsten sagen? Ich bin so viel besser geworden, oder? Ja, du hast nur 3 Schilder umgefahren diesmal. Ich weiß, ich bin... Oh mein Gott, die Sonne geht auf. Dann schnell zur Yacht. Oh, es ist noch überhaupt gar keiner da. Perfekt, dann können wir auch... hoppala. Können wir auch ablegen? Ah, schön hier zu sein, endlich wieder, ha? Huh? Oh ja, den Urlaub haben wir gebraucht. Ich weiß, ich meine, der Job im Krankenhaus macht echt Spaß, aber ich bin so froh, dass sie uns einfach freigegeben haben und mit unseren kleinen Mädchen in Urlaub zu können. Ah, sowas Schönes. Vor allem, wie aufregend. Nächstes Jahr kommen beide schon in die erste Klasse. Ich kann es auch kaum glauben. Sag mal, Josie, bist du mit Klamotten in den Whirlpool schon wieder? Ja, ist doch egal. Hast du eigentlich recht. Das ist ja unsere. Hier kann uns ja keiner sehen, jetzt wo wir das neue Haus haben. Ach, es ist so schön, mein Leben lang immer nur mit dir gewohnt zu haben. Genau. Erinnerst du dich noch, als wir in der Schule waren und wir diese langen blonden Haare hatten und die dann irgendwann jeder nachgemacht hat und die gleichen Haare hatte wie wir? Ja, wir waren echt beliebt. Und weißt du noch, als wir den Postboten reingelegt haben, weil er nicht verstanden hat, dass wir Zwillinge sind und sich voll gewundert hat, wie wir überall im Haus sein können gleichzeitig, während er die Pakete bringt? Das sollten wir mal wieder machen. Oh, stimmt. Eigentlich kann uns keiner aufhalten. Vielleicht, ich habe gehört, Maria ist wieder hergezogen mit den Kindern in die Stadt. Vielleicht können uns unsere Enkel mal besuchen. Oh, das wäre schön. Ja, fände ich auch. Sie sind ja jetzt auch schon in der Schule. So, und das war's mit diesem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann macht's gut. Hoppala, Verbindung getrennt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.